Zuschauer, hat Israel Atomwaffen auf U-Booten aus Deutschland? Eine explosive Frage angesichts der Lage in Nahost. Insider, die dazu Auskunft geben können oder wollen, gibt es kaum. Denn offiziell hat Israel die Bombe nicht. Alles, was damit zusammenhängt, darf nicht erörtert werden. Aber jeder weiß, dass es die Bombe gibt. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Die Strategie dahinter, die ist ausgeklügelt. Was es damit auf sich hat und wie der Staat der Juden zur Atommacht wurde, das verrät uns unser Autor Dirk Pohlmann. London, Sommer 1986. Bei der Zeitung Sunday Times meldet sich ein israelischer Informant. Er behauptet, brisantes Material zu haben. Beweise dafür, dass Israel die Atombombe besitzt. Chefreporter Peter Hunem, selbst Physiker, trifft den geheimnisvollen Fremden, Mordecai Vanunu. Es stellte sich heraus, dass er als Nukleartechniker an der Herstellung von Plutonium gearbeitet hatte. Ein komplexer Prozess. Das Ganze soll in einer geheimen unterirdischen Anlage stattgefunden haben. Geheime Atomanlagen? Peter Hunem reagiert zunächst skeptisch. Doch nach eigenen Recherchen ist er sich sicher. Mordecai Vanunu sagt die Wahrheit. Der Nukleartechniker liefert detaillierte Pläne der unterirdischen Atomwaffenfabrik. Ist es Zufall, dass er genau in dieser Zeit eine attraktive Frau kennenlernt? Er sagte, sie sei Amerikanerin, eine harmlose Touristin. Ich solle mir keine Sorgen machen. Ich erwiderte, wie kannst du wissen, dass sie nicht für den Mossad arbeitet? Genauso habe ich das gesagt. Er antwortete, nein, auf keinen Fall. Ich sagte ihm noch, sei bloß vorsichtig. Kurz darauf verschwindet der Informant spurlos. Erst Wochen später wird bekannt, Vanunu sitzt in einem israelischen Gefängnis. Was ist geschehen? Vanunu war gerade auf dem Weg von seiner Vernehmung im Jerusalemer Gericht zurück ins Gefängnis. Er saß in einem ganz normalen Auto. Unglaublich. Als das Fahrzeug das Gebäude verließ, presste er plötzlich seine Hand ans Fenster. Darauf stand geschrieben, ich, Mordecai Vanunu, wurde in Rom entführt. Der Journalist Peter Hunem reist nach Rom. Er will wissen, was sein Informant in der ewigen Stadt gemacht hat. Die Spur führt zu einer Frau, die sich Cindy nennt. Ist es die amerikanische Touristin? Wir haben eine groß angelegte Recherche nach dieser Cindy gestartet. Wir fanden heraus, mit wem Vanunu im Flugzeug gesessen hat und wie die Frau mit vollem Namen heißt. Cindy Hannon. Dann habe ich sie auf der ganzen Welt gesucht. Hunem entdeckt die Frau in Israel. Sie hat zwei Pässe, einen amerikanischen und einen israelischen. Ihr wirklicher Name Cheryl Bentoff, die Frau eines Geheimagenten. Ich sagte ihr, dass ich von der Sunday Times sei und eine Geschichte über sie schreiben würde. Dass ich sie als Mossad-Agentin enttarnen und erzählen würde, wie sie geholfen hat, Vanunu zu entführen. Sie hörte nur zu. Als ich ihr sagte, sie widersprechen gar nicht, schrie sie, ich streite alles ab, rannte ins Schlafzimmer und schloss sich ein. Eine offensichtliche Lüge. Tatsächlich wurde Vanunu von Cheryl Bentoff nach Rom gelockt und dann vom Mossad nach Israel verschleppt. Im Prozess gibt er an, aus Gewissensgründen gehandelt zu haben. Er wurde nicht nur wegen Spionage schuldig gesprochen, sondern auch wegen Hochverrats. Wir mussten sogar mit seiner Hinrichtung rechnen. Dann bekam er 18 Jahre Gefängnis. 26 Jahre nach dem Fall Vanunu gibt es faktisch keinen Zweifel mehr daran, dass Israel Atombomben besitzt. Offiziell wird das bis heute weder bestätigt noch bestritten. So lassen sich internationale Kontrollen verhindern und gleichzeitig die Abschreckung maximieren, denn keiner weiß genau, wie viele Nuklearsprengköpfe tatsächlich in den israelischen Arsenalen lagern.
Eine ausgeklügelte Strategie der Undurchschaubarkeit, die fast alle in Israel freiwillig befolgen. Nuklearwaffen sind in Israel ein sehr sensibles Thema. Sie sind ein Tabu. Die Politik der nuklearen Zweideutigkeit verfolgt schon Israels Premierminister Eshkol. Bei einem Treffen mit US-Präsident Johnson einigen sich die Politiker auf eine vielsagende Formel, die bis heute gilt. Israel wird nicht der erste Staat sein, der im Mittleren Osten Atomwaffen einführt. Heißt das ein Atomtest? Heißt es, die Existenz öffentlich zu bestätigen? Oder ist es einfach nur der Besitz? Johnsons und Ben-Gurions Nachfolger Eshkol trafen eine ganz einfache Verabredung. Ihr Israelis erzählt uns nichts und wir Amerikaner wissen von nichts. Experten schätzen das israelische Atomwaffenarsenal heute auf 100 bis 400 Nuklearsprengköpfe modernster Bauart. Mithilfe entsprechender Trägersysteme können taktische Kernwaffen unterirdische Bunkeranlagen zerstören. Die Sprengkraft nuklear bestückter Cruise Missiles kann ganze Städte auslöschen, sowie Interkontinentalraketen mit weltweiter Reichweite. Modernste U-Boote erhöhen den Einsatzradius der Waffen theoretisch unbegrenzt. Selbstverteidigung um jeden Preis. So lautet die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. 1944 bombardieren US-Piloten zwar die Fabriken des Konzentrationslagers Auschwitz, allerdings nur, um dort die Produktion von Kriegsmaterial zu stoppen. Der Mord an den wehrlosen Menschen, für die Zionisten, die jüdischen Siedler im Heiligen Land, eine Katastrophe in mehrfacher Hinsicht. So viele Millionen sind in diesem Zweiten Weltkrieg umgekommen, aber meistens am Schlachtfeld. Und wie sind unsere Brüder umgekommen? Man hat sie wie Lämmer zur Schlachtbank geführt. Die Zionisten ziehen ihre Lehre aus der Vergangenheit. Juden dürfen nie wieder Opfer werden, nie wieder wehrlos sein. Sie wollen kämpfen mit Waffen gegen die Araber und die Kolonialmacht, die Briten. Für ein eigenes Land, für ein Leben in Würde, wie es der zionistische Visionär Theodor Herzl erträumt hat. Auch das hat den jüdischen Staat geprägt. Der Abwurf der Atombombe über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 durch die Amerikaner. Jüdische Spitzenwissenschaftler waren maßgeblich an der Entwicklung der Bombe beteiligt gewesen. ...1948 sind die Zionisten endlich am Ziel. Die Geburtsstunde des Staates Israel. David Ben-Gurion wird der erste Ministerpräsident des Landes. Doch die Freude währt nur kurz. Israel wird von den arabischen Nachbarn angegriffen, die den neuen Staat nicht akzeptieren. Die Juden klammern sich an ihr Bekenntnis, nie wieder Opfer sein, nie wieder wehrlos. Es heißt, Juden können nur noch Juden trauen, wenn es um die eigene Existenz geht. Bei seiner Gründung hat Israel viele Feinde. Ben-Gurion ist klar, die Araber werden weiter gegen den neuen Staat kämpfen. Seine Rechnung lautet, sie müssen nur einmal gewinnen, um uns zu vernichten. Wir aber müssen jeden Krieg gewinnen, um zu überleben. Eine Atombombe könnte das Blatt wenden. Sie ist 1948 noch unerreichbar. Doch der Premier wird dieses Ziel in Zukunft mit allen Mitteln verfolgen. Zwei wichtige Männer teilen seine Vision von der Atommacht Israel. Ernst David Bergmann, ein brillanter Chemiker, der 1933 aus Deutschland vertrieben wurde, und Shimon Peres, der heute Staatspräsident von Israel ist. Sie alle eint die Überzeugung, dass die Bombe so schnell wie möglich gebaut werden muss. Um einen zweiten Holocaust, ein zweites Auschwitz zu verhindern, meinten jüdische Politiker, sie müssten die Macht haben, ein zweites Hiroshima, ein zweites Nagasaki zu entfesseln. Doch Israel hat kein Uran. Auch die intensive Suche in der Negev-Wüste ist ohne Erfolg.
Die Chance, an das begehrte Metall zu kommen, bietet sich Israel erstmals 1955. Ausgerechnet auf der Konferenz Atoms for Peace, Atomkraft für den Frieden in Genf. Dort bietet US-Präsident Eisenhower Atomtechnik für die friedliche Nutzung an. Im Gegenzug sollen sich die Staaten dazu verpflichten, sie nicht für Nuklearwaffen zu nutzen. Israel unterschrieb das Programm Atoms for Peace und kaufte einen Reaktor von den Amerikanern, den Nachal-Sorek-Reaktor, wie sie ihn nannten. Aus den Dokumenten wissen wir, dass israelische Wissenschaftler schon damals untersuchten, ob man diesen Reaktor nicht auch für die Entwicklung von Waffen nutzen könnte. Doch der Forschungsreaktor in Nachal Sorek ist für die Produktion von Plutonium nicht geeignet. Die Israelis sind enttäuscht. Der Atommeiler wird später dazu dienen, vom wahren Zweck des Nuklearprogramms abzulenken. Israel sucht nach einem neuen Partner für sein Atomwaffenprogramm und findet ihn mitten in Europa. Alles begann 1952 in Paris mit der Ankunft eines gewissen Shimon Peres, Direktor des israelischen Verteidigungsministeriums und Mitarbeiter von Ben-Gurion. Ziel dieser Zusammenarbeit war es, möglichst viele Waffen und möglichst viel Know-how von Frankreich zu bekommen. Frankreich und Israel hegen beide ein tiefes Misstrauen gegen Ägyptens Präsident Nasser, den Hoffnungsträger der arabischen Welt. 1956, als er den Suezkanal verstaatlicht, der eigentlich den Briten gehört, bietet sich die Chance, auf breiter Front gegen ihn vorzugehen. Israel greift an, so der Plan. Dann sollen Großbritannien und Frankreich unter dem Vorwand, den Frieden wiederherzustellen, den Suezkanal besetzen. Doch die Strategie geht nicht auf. Die Vereinten Nationen unter Führung der USA kommen ihnen zuvor und marschieren als Ordnungsmacht ein. Damit sind Großbritannien und Frankreich raus aus dem Machtpoker im Nahen Osten. Der Dritte im Bunde, Israel, erhält dennoch seinen Lohn. Die Briten liefern dem Land schweres Wasser und Uran. Großbritannien besitzt schon seit 1952 die Atombombe. Auch die Franzosen leisten ihren Beitrag, indem sie den Israelis dabei helfen, mitten in der Negev-Wüste eine Atomanlage zu bauen. Sie wird dem Staat zu waffenfähigem Plutonium verhelfen. Die Israelis ahnen nicht, dass sie von US-Spionageflugzeugen beobachtet werden. Einem CIA-Analysten fallen bei der Auswertung der Fotos bemerkenswerte Ähnlichkeiten auf. Der neue Reaktor in Dimona, so nannten wir den israelischen jetzt, sah genauso aus wie der Reaktor im französischen Mercul. Also stellte ich eine Schautafel mit zwei Seiten auf. Auf der einen waren Fotos von Mercul und auf der anderen Fotos aus Israel. Der glasklare Beweis, dass die Franzosen etwas mit dem Dimona-Reaktor zu tun hatten. Die CIA will mehr Informationen. Sie schickt Agenten in die Negev-Wüste, als Touristen getarnt. Originalaufnahmen der US-Spione. Bislang lagerten sie unentdeckt in einem amerikanischen Archiv. Die Agenten sollen herausfinden, was mit den großen Betonmengen geschieht, die hier ankommen, und wer in den dutzenden Bussen sitzt, die Tag für Tag vor der Anlage halten. Wow.
Die Israelis reagierten empfindlich. Einmal schlugen sie einen unserer Militärattachés zusammen, als er zum Gelände fuhr. Sie waren sehr angespannt und verfolgten unsere Autos. Die Filme der US-Spione belegen, in der Anlage arbeiten hunderte Franzosen. Sie leben in den umliegenden Neubausiedlungen. Für die amerikanischen Agenten der Beweis. Es gibt ein geheimes israelisch-französisches Atomwaffenprogramm. Paten des Geheimprojektes auf französischer Seite sind Präsident Guy Mollet und Verteidigungsminister Bourges Maunoury. Nach und nach hat sich ein Geheimzirkel, ein exklusiver Club gebildet. Nur diese Leute, nicht einmal Angehörige der Regierung wussten, was sich dort abspielte. Dieser Club bestand aus 20, 30 Leuten. Das heißt, die beiden Staaten waren auf höchster und geheimster Ebene miteinander verbunden. Anders ausgedrückt, sie sind verfilzt. Das Parlament hat all diesen Dingen niemals zugestimmt. Auf israelischer Seite dehnt der damalige Unterhändler Peres die Grenzen des Legalen. Shimon Peres hat einen Vertrag zurückdatiert, damit er seine Gültigkeit behielt. Denn die Regierung, die ihn unterschrieben hatte, hatte gerade ihre Macht durch ein Misstrauensvotum verloren. Das zeigt, wie sehr Shimon Peres entschlossen war, zu bekommen, was er wollte. Mit Hilfe Frankreichs kommt Israel seinem Ziel der Atombombe einen großen Schritt näher. Für die Parlamente in beiden Ländern bleiben die wahren Absichten der Zusammenarbeit genauso im Dunkeln wie für die Weltöffentlichkeit. Die Israelis haben bestritten, dass dort eine Atomanlage entsteht. Shimon Peres sagte, es handelt sich um die Baustelle einer Textilfabrik. Mit de Gaulle ändert sich die Politik in Paris grundlegend. Der neue Präsident, der 1958 sein Amt antritt, will die Atombombe für Frankreich, nicht aber für Israel. Doch es dauert, bis sich de Gaulle durchsetzen kann. Lange weiß er selbst nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. General de Gaulle wurde nicht sofort über den Entwicklungsstand der Atombombe in Kenntnis gesetzt. Es hat sage und schreibe anderthalb Jahre gedauert, bis er über alles Bescheid wusste. Weshalb wurde er nicht informiert? Weil es im System die Leute des Clubs gab und die haben alles daran gesetzt, möglichst wenig preiszugeben. Ben-Gurion lässt sich von seinen Plänen nicht mehr abbringen, trotz der neuen Haltung in Paris. Noch fehlen Trägersysteme für die Atomwaffen, vor allem Raketen. Doch die Israelis werden sie nicht selbst entwickeln, wie dieser Wochenschaubeitrag suggeriert. Sie kaufen sie in Frankreich. General de Gaulle entschied, die ganze Sache einzustellen. Seine Anweisungen wurden allerdings nicht sofort auf allen Ebenen umgesetzt. Überall gab es Hindernisse, denn die Mitglieder des Clubs hatten großen Einfluss in Armee und Verwaltung und mischten auch in der Politik mit. Anders gesagt, selbst General de Gaulle konnte sich nicht durchsetzen. Diese Männer waren sehr geschickt darin, unliebsame Entscheidungen zu unterlaufen. In Deutschland sind die Bedingungen günstiger. Die Bundesrepublik liefert bereits konventionelle Waffen. Kanzler Adenauer legt 1961 nach. Ein Dokument des Auswärtigen Amtes belegt, dass er den Israelis 200 Millionen Mark jährlich zusichert. Für 10 Jahre. Verhandelt wurde über eine sogenannte nukleare Entsalzungsanlage. Genaueres ist nicht bekannt. Die Akten sind bis heute unter Verschluss. Das Geheimprojekt in der Negev-Wüste beschäftigt damals nicht nur die Nachrichtendienste. Auch die Medien haben inzwischen Wind von der mysteriösen Anlage bekommen. Das größte Interesse erregt der Atomreaktor, die angebliche Textilfabrik. Was, wenn die Israelis dort waffenfähiges Plutonium herstellen können?
1961 wird John F. Kennedy Präsident. Die Israelis müssen bald feststellen, dass sie aus den USA Gegenwind bekommen. Kennedy wird wie kein zweiter US-Präsident versuchen, die israelische Bombe zu verhindern. Er hat großen Druck ausgeübt, damit die USA Zugang zu Dimona bekommen. Er wollte sicherstellen, dass Israel nicht in der Lage ist, Atomwaffen zu produzieren und an andere weiterzugeben. Am Ende setzte sich Israel durch. Das war eine ziemlich harte Konfrontation. Kennedy droht damit, Israel die dringend benötigte Wirtschaftshilfe zu entziehen, falls es eine Kontrolle des Reaktors verweigert. Die Regierung in Jerusalem gibt zunächst nach. Scheinbar. Die Amerikaner machten enormen Druck. Deshalb stimmten die Israelis einer Inspektion des Reaktors durch die amerikanische Kommission für Atomenergie zu. In der Theorie war es ja ein Forschungsreaktor und nicht ein Reaktor, der Plutonium produzieren konnte. Also haben die Israelis über Monate eine Schaltzentrale aufgebaut, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatte. Hinter dieser Schaltzentrale saßen israelische Ingenieure und Wissenschaftler, die alles programmiert hatten, falls die Amerikaner die Steuerung untersuchen sollten. Sie hatten dafür gesorgt, dass die angezeigten Daten mit den Daten eines zivilen Reaktors übereinstimmten. In Wahrheit dient Dimona nur einem Zweck. Es ist ein Labor für Plutonium und Atomwaffen. Öffentlich leugnen die Israelis standhaft, dort Nuklearwaffen herstellen zu wollen. Kennedy weiß es besser. Kennedy erklärte sich erstmals bereit, den Israelis nicht atomare Waffen zu liefern. Denn Ben-Gurion gab Kennedy inoffiziell zu verstehen, wenn du willst, dass wir unser Atomwaffenprogramm aufgeben, dann brauchen wir andere Waffen, um uns zu verteidigen. Also erklärte Kennedy sich damit einverstanden, Israel mit Hawk-Abwehrraketen zu versorgen. Und was machte Israel? Sie stellten sie um den Reaktor in Dimona herum auf. John F. Kennedy wird 1963 ermordet. Unter seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson entwickelt sich die Freundschaft mit Israel. Was sich genau in Dimona tut, ist nun nicht mehr von Interesse. Die arabischen Staaten unter Führung von Präsident Nasser und die Sowjets fordern nun immer entschiedener, das israelische Nuklearwaffenprogramm zu beenden. Sie glauben den israelischen Beteuerungen nicht. In 1965 entschied die arabische Welt bei einem Gipfeltreffen, nicht tatenlos zuzusehen und einen Präventivschlag gegen Israel zu führen. Für die Sowjetunion eine willkommene Gelegenheit, den wichtigsten Verbündeten der USA im Nahen Osten zu vernichten. Den Arabern signalisieren die Kremlherren, sollte Israel eine Atombombe zünden, werden sie nuklear zurückschlagen. Die Sowjets wissen nicht, wie nah die Israelis ihrem Ziel schon sind. Kurz vor dem Sechstagekrieg wird die erste Bombe montiert. Die wichtigsten Teile der Anlage sind unterirdisch versteckt, 6 Stockwerke tief im Wüstenboden. Geheimtüren führen in das Nuklearwaffenzentrum Israels. Hier werden die Atomsprengköpfe produziert. Und hier wird später auch Mordechai Vanunu arbeiten. Die obersten beiden Stockwerke sind reine Tarnung. Die Sowjets glauben, Dimona verhindern zu können, ohne dass die Amerikaner eingreifen. Erstens entwickelte sich die Situation in Vietnam nicht im Sinne der amerikanischen Regierung.
Sie wollten sich keine weiteren Probleme aufhalsen. Zweitens, noch wichtiger, wollten die Sowjets das israelische Nuklearprogramm stoppen, bevor die Bombe fertig war. Auch die Amerikaner waren ja nicht besonders glücklich damit. Drittens wollten die Sowjets nicht in den Ruch des Aggressors kommen, indem sie die Israelis dazu brachten, zuerst anzugreifen. Dadurch hätten sie Unterstützung bekommen, vielleicht sogar von den Vereinten Nationen. 1967 machen die Sowjets ernst. Sie besitzen eine Geheimwaffe, die MiG-25 Foxbat, 3000 Stundenkilometer schnell. Sie wird in großer Höhe nach Dimona geschickt. Die Israelis schicken vergeblich Abfangjäger und Raketen. Israel konnte diesen Flügen nichts entgegensetzen. Ein weiteres Flugzeug startet Richtung Dimona. Die hochgerüsteten Israelis sind zum ersten Mal machtlos. Sie reagieren wie erhofft, hochnervös. Die Sowjets warten auf den israelischen Angriff. Sie haben weitere Einheiten bereitgestellt. TU-16-Bomber. Die Piloten bekamen den Befehl, ein bestimmtes Objekt auf israelischem Staatsgebiet zu bombardieren. Sie erhielten ausschließlich die Koordinaten und den Hinweis, dass dieses Objekt durch Hawk-Abwehrraketen geschützt war. Die TU-16-Bomber warten im Kaukasus auf das Startsignal. Sobald Israel die arabische Luftwaffe angreift, sollen sie Dimona zerstören. Der Plan scheint aufzugehen. Israelische Kampfjets bombardieren ägyptische Stellungen. Womit die Sowjets nicht gerechnet haben, bei dem massiven Überraschungsangriff werden auch die Flugplätze fast völlig zerstört. Die sowjetischen TU-16 können die zerbombten Landebahnen nicht mehr ansteuern. Deshalb bleibt der Angriffsbefehl aus. In dieser angespannten Situation senden die USA die Liberty, ein Spionageschiff, vor die Küste Israels. Bestückt mit hochmoderner Abwehrelektronik. Am dritten Tag des Krieges erhalten alle US-Schiffe vom Pentagon den Befehl, sich 120 Meilen weit vom Kriegsschauplatz zu entfernen. Nur die Liberty nicht. Flugzeuge umkreisen das Schiff. Das Originalfoto eines Seemannes auf der Liberty. Die Besatzung ist sich sicher, dass es Israelis sind, ihre Verbündeten. Doch die greifen an. Flugzeuge ohne Hoheitszeichen beschießen die Liberty mit Maschinenkanonen und Raketen, werfen sogar Napalmbomben. Die Liberty fordert Unterstützung an. Amerikanische Jets starten, werden aber vom Weißen Haus zurückgerufen. Als die Flugzeuge abdrehen, rasen israelische Schnellboote heran und feuern 5 Torpedos ab. Ein Originalfoto des Gefechts. Die Liberty wird schwer getroffen, aber wie durch ein Wunder sinkt sie nicht. Als Rettungsflöße zu Wasser gelassen wurden, kamen die Torpedoboote und zerschossen sie. Das ist ein Verstoß gegen das Kriegsrecht. Und es ist ein weiterer Beleg dafür, dass alle Besatzungsmitglieder der Liberty getötet werden sollten. Es sollte niemand übrig bleiben, der erzählen konnte, was geschehen war. Die Israelis behaupten bis heute, dass der Angriff auf die Liberty ein Versehen war. Sie hätten sie mit einem ägyptischen Pferdefrachter verwechselt. Eine Erklärung, die viele Fragen offen lässt. Schließlich erscheint die US Navy, um die Besatzung zu bergen. 34 Menschen wurden getötet, 173 verletzt. Manche glauben, dass es ein vorsätzlicher Angriff war. Der wahre Grund war, die Amerikaner wollten, dass das Schiff sinkt. Deswegen hatten die Flugzeuge keine Hoheitszeichen. Die Welt sollte glauben, dass die Ägypter es getan hätten. Denn dann hätten die Amerikaner einen Grund gehabt, Ägypten anzugreifen. Der Journalist Peter Hunem glaubt an eine amerikanisch-israelische Verschwörung. Dabei geht es um 3 mit Nuklearwaffen beladene Flugzeuge. When they thought the Liberty was sinking,
Nach dem Untergang der Liberty, so der Plan der Amerikaner, sollten drei Jagdbomber von ihrem Flugzeugträger im Mittelmeer aus losfliegen und Kairo mit taktischen Atombomben angreifen. Ehemalige Besatzungsmitglieder des Flugzeugträgers bestätigen, dass die Jets mit Atomwaffen beladen in Richtung Kairo gestartet seien. So Hunems Recherchen. Doch wie glaubhaft sind die Zeugen? Israel bestreitet die Vorwürfe. Es habe nie einen Geheimplan mit den Amerikanern gegeben. Präsident Johnson informierte die Sowjets über das rote Telefon. Eines unserer Schiffe wurde angegriffen. Wir werden herausfinden, wer das war, und werden, wenn nötig, reagieren. Ob die US-Jets nuklear bewaffnet waren, das wird behauptet. Aber soweit ich weiß, konnte das niemand wirklich beweisen. Und auf wen hätten sie die Bomben denn werfen sollen? Wahrscheinlich auf militärische Stützpunkte in Kairo, so die These von Peter Hunem. Die Liberty als Vorwand, Präsident Nasser in einem Krieg zu beseitigen? Nach meinen Recherchen gibt es keinen Zweifel. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesehen haben, wie die Flugzeuge mit Atomwaffen losgeflogen sind. Zwei, vielleicht anderthalb Minuten vor dem Abwurf der Bomben über ägyptischem Boden wurden sie zurückgerufen. Die Welt am Abgrund? Kurz vor dem Angriff auf die Liberty wurde die Atomstreitmacht der USA aktiviert. Sie bestand aus Atombombern, die überall auf der Welt startbereit waren, um die Sowjetunion anzugreifen. Sie standen bereit zum Erstschlag. Die US-Militärs sind vorbereitet. Zu den möglichen Zielen der amerikanischen Bomberflotte im Falle eines Atomkriegs mit der Sowjetunion gehört auch die Volksrepublik China. Die menschenverachtende Logik des Kalten Krieges. War Präsident Johnson wirklich so skrupellos? Die wichtigsten Unterlagen zur Liberty-Affäre sind bis heute geheim. Wirkten die Supermächte konfliktentschärfend im Nahen Osten oder waren sie doch vielmehr die treibende Kraft im Hintergrund? Fakt ist, seit 1967 sind Israel und die USA enge Alliierte, trotz oder wegen des Angriffes auf die Liberty. Zwei Jahre später treffen die israelische Premierministerin Golda Meir und US-Präsident Richard Nixon ein geheimes Abkommen. Israel darf jetzt Atommacht sein. Am jüdischen Feiertag Yom Kippur 1973 greifen Syrien und Ägypten Israel an. Sie rücken sehr schnell vor. Israel geht die Munition aus. Die Existenz des Staates ist ernsthaft bedroht. Verteidigungsminister Moshe Dayan reagierte kopflos. Er sprach vom Untergang, vom Ende des dritten Tempels. Er war völlig panisch. Israel steht kurz vor der militärischen Niederlage. Werden sie jetzt ihre Nuklearwaffen einsetzen? Werden sie wahrmachen, was die sogenannte Samson-Option androht? Sie bedeutet, falls Israel untergeht, werden seine Feinde mit untergehen. Die Israelis bestücken ihre Raketen vom Typ Jericho mit Atomsprengköpfen und bringen sie in Position. Sie wissen, US-Spionageflugzeuge und Satelliten werden Israels stumme Drohung dokumentieren. Wir entdeckten, dass sich etwas in ihren Jericho-Stellungen und in den Bunkern tat, wo ihre Atomwaffen aufbewahrt wurden. Wir machten uns Sorgen, denn es hätte leicht zum Atomkrieg kommen können. Die Drohgebärde der Israelis wirkt. Die Regierung Nixon verhandelt mit den Sowjets und den arabischen Staaten. Die israelischen Atomwaffen bekommen Gewicht in der Diplomatie des Kalten Krieges.
Die israelischen Atomwaffen haben die USA davon überzeugt, dass sie Israel alle konventionellen Waffen liefern müssen, die das Land braucht. Das war letztlich ihre Funktion. Sie sicherten die amerikanische Unterstützung, die Israel letztlich vom Einsatz seiner Atomwaffen abhielt. Im Yom Kippur-Krieg demonstriert Israel zum ersten Mal seine neue Stärke. Auf den Flughäfen warten F-4-Atombomber auf den Startbefehl zum Angriff auf das sowjetische Odessa. Der Kalte Krieg ist endgültig im Nahen Osten angekommen. Die Israelis und die USA sind jetzt nukleare Verbündete. Ihre Feinde sind Araber und Sowjets. Israel hat im Yom Kippur-Krieg sein Versprechen gehalten, nicht als erster Staat Nuklearwaffen im Nahen Osten einzuführen. So jedenfalls sieht man das im eigenen Land. Außerhalb des Nahen Ostens scheint dieses Versprechen nicht zu gelten. 1979 registrieren die USA eine Nuklearexplosion im Südatlantik, zwischen Afrika und der Antarktis. Israel führte den Test mit Unterstützung von Südafrika vor der Küste durch und dieser Test wurde von einem WLAN-Satelliten erfasst. Präsident Carter ist außer sich, als ihn seine Geheimdienste informieren. Der US-Präsident verhandelt gerade mit Israel und Ägypten über ein Friedensabkommen zwischen beiden Staaten. Bevor analysiert werden konnte, was geschehen war, bevor die US-Geheimdienste etwas sagen konnten, versuchten das Weiße Haus und das Außenministerium bereits, die Sache unter den Teppich zu kehren. Dabei wissen die USA seit Jahren, dass Südafrika mit der Atomforschung militärische Zwecke verfolgt. Auch die Zusammenarbeit Israels mit dem Apartheid-Regime ist ihnen bekannt. Seit Beginn der Apartheid pflegten die Verantwortlichen des Atomprogramms enge Beziehungen zu Israel, von der beide profitierten. Israel hatte Expertenwissen anzubieten und Südafrika reichlich Uran. Es belieferte Israel mit Uranerz. Das Regime Südafrikas besitzt bereits eine einfache Atombombe. Jetzt wollen sie Raketen mit Wasserstoff-Sprengköpfen. Israel sucht Kunden für seine Waffenproduktion und ein neues Testgelände. An der politischen Gesinnung der Regierung in Südafrika stören sich die Israelis nicht. Am 3. April 1975 unterzeichneten Shimon Peres und Peter Willem Botha ein Abkommen. Es verpflichtete beide Länder zur kompletten Geheimhaltung von allem, was in den Verhandlungen besprochen, vereinbart und beschlossen wurde. Das ging so weit, dass im Vertrag sogar vereinbart wurde, die Existenz des Vertrages abzustreiten. Israel verstößt damit gegen den Atomwaffensperrvertrag, der die Verbreitung von Nuklearwaffentechnik verbietet. Doch den Vertrag hat es nie unterzeichnet, denn offiziell besitzt Israel die Bombe nicht. 1991 kämpft eine internationale Koalition unter Führung der USA im Golfkrieg gegen den Irak. Aus Rache für den Angriff lässt Saddam Hussein Scud-Raketen auf Israel schießen. Die Bevölkerung befürchtet sogar einen Giftgasangriff. Der deutsche Außenminister wird Augenzeuge der Raketenangriffe. Hans-Dietrich Genscher erlebt die Reaktionen der Bevölkerung hautnah. Wir haben ihm große Vorwürfe gemacht, weil wir behaupteten, dass die Europäer dem Saddam Hussein militärische Hilfe und wissenschaftliche Hilfe, chemische Hilfe für chemische Waffen geleistet haben. In Israel musste sich der deutsche Außenminister Genscher Vorträge unseres Außenministers David Levy anhören, wie böse die Deutschen wären, weil sie Saddam Hussein Raketen verkauft hätten, was gar nicht stimmte. Aber was soll's? Und er hat einen regelmäßigen Kontakt mit dem Bundeskanzler geführt und was da besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber das Ergebnis war, dass er uns U-Boote angeboten hat. Ich persönlich fühle mich nicht wohl bei den Gedanken daran, wie das gelaufen ist.
Das ist schon ein bisschen beschämend. Aber ich bin ja auch nicht für die Sicherheit meines Landes verantwortlich. 1999 beschließt Deutschland, 3 U-Boote im Wert von über 1 Milliarde Mark an Israel zu liefern. Israel zahlt die Hälfte, der Rest ist geschenkt. Ob die Boote auch mit Nuklearwaffen bestückt werden können, fragen die Spender lieber nicht. Die Deutschen haben immer so getan, als hätten sie es nie verstanden, nie gewusst. Und ich spreche jetzt von der höchsten Ebene in der Bundesregierung, mit der ich einen regelmäßigen Kontakt hatte. Aber das konnte ich nie glauben. Ich glaube, dass die Deutschen es nicht wissen wollten. 2012 wird der U-Boot-Deal in Deutschland publik. Nur wenige Politiker sind bereit, Auskunft zu geben. Wenn wir danach gefragt hätten, wäre ja das Schlimmste gewesen, wenn die Israelis uns eine ehrliche Antwort gegeben hätten. Denn wenn sie ehrlich geantwortet hätten und gesagt hätten, eure Lieferung von konventionellen betriebenen U-Booten wird von uns im Rahmen unserer Nuklearstrategie benutzt, dann hätten natürlich die deutschen Regierungen sich da öffentlich legitimieren müssen. Die Lieferung 3 weiterer U-Boote steht noch aus. Auch sie könnten Atomsprengköpfe in alle Weltmeere befördern. Jeder, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt und der sich mit der israelischen Abschreckungspolitik beschäftigt, musste wissen, dass diese U-Boote möglicherweise auch nuklear bestückt werden. Und ich kann mir keinen Politiker vorstellen, der darüber auch nur 15 Minuten nachgedacht hätte, der nicht auf solche Optionen gekommen wäre. Und ich finde, dass man dann auch nicht später so tun sei, kann, soll, als sei man darüber überrascht. Dann würde es ja dafür sprechen, dass ich naiv bin mit meiner Entscheidung und die Konsequenzen meines Handels gar nicht bedacht habe. Oder dass ich anfange zu lügen, weil ich so tue, als wüsste ich etwas nicht, obwohl ich das begriffen habe. Israel hält an der Politik der Undurchschaubarkeit fest. Manche spekulieren sogar, das Land habe seine Waffen nicht nur auf Ziele im Nahen Osten gerichtet. Man will das auch nicht dementieren. Man will, dass jeder sich Gedanken macht und keiner es wirklich wissen soll. Das ist eine Abschreckung, das ist ein Abschreckungsmittel. Wir wollen doch niemanden mit Atomwaffen angreifen. Wir wollen doch niemanden vernichten. Israels Atomwaffen könnten theoretisch jedes Ziel erreichen, weltweit. Der Staat entzieht sich bis heute jeder internationalen Kontrolle. Die israelischen Atomwaffen bleiben ein Tabuthema, vor allem in Israel und den USA. Für die internationale Gemeinschaft und Israel ist es an der Zeit, sich der Wirklichkeit zu stellen und als Realität anzuerkennen, was Realität ist. Israel ist Nuklearmacht. Damit Spielchen zu veranstalten, ist nicht der richtige Weg. Weder für die Welt noch für Israel. Die Politik der atomaren Zweideutigkeit mag Israels Überleben in der Vergangenheit gesichert haben. Für die Zukunft und den Frieden im